So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind heute mal angekommen hier im Schützenhof XXL in Krock. Das ist im Prinzip ein Schnitzelrestaurant. Schnitzel XXL gibt es hier, Steakhouse steht auch dabei. Wer das noch nicht kennt, geht hier mal her. Die haben sich natürlich auf Schnitzel spezialisiert. Es gibt aber auch einen einzigen Burger in der Karte, den ich mir heute mal geben möchte, den man probieren möchte. Ihr wisst, der Romantik will immer, dass ich Burger teste, deswegen werde ich mir heute einfach einen Burger hier reinziehen mit Twister-Pommes dazu. Da gibt es jetzt leider nicht viel Auswahl. Was ist denn? Die reden hier, die tuscheln am Tisch rum. Ich zeige euch das mal. Hier steht nämlich einfach nur Burger aus eigener Herstellung. Hamburger vom Rind, herzhaft belegt, aus eigener Herstellung. 10 cm oder 20 cm kann man sich da aussuchen. So sieht das natürlich dann aus. Schnitzel XXL, Burger und Schnitzer. Hier gibt es nämlich auch Schnitzer, das Pizzaschnitzel. Oder hier eben den Hamburger. Da muss man jetzt gar nicht groß überlegen, weil man nimmt einfach den Hamburger und dann hat man den. Bei anderen muss man immer gucken, welchen Burger nimmt man. Nimmt man den. Hier nehmt ihr einfach den Burger und seid befriedigt. Und hier gibt es natürlich auch ganz besondere Sachen. Hier gibt es nämlich auch Riesenschnitzel. Da haben wir auch damals schon mal was probiert. Hier gibt es nämlich zum Beispiel das Heldenschnitzel 1000 Gramm oder das Götterschnitzel 1500 Gramm oder das Armageddon-Schnitzel mit 2000 Gramm. Und ich war damals mal hier mit Marc und wir haben beide das Götterschnitzel probiert, haben es natürlich nicht geschafft. Aber wenn ihr das schafft, müsst ihr es, glaube ich, nicht bezahlen und dann kriegt ihr auch ein Foto exklusiv auf Facebook in ein Album rein, wo alle Leute drin sind, die das bezwungen haben. Und damals gab es auch noch kein Armageddon-Schnitzel, das ist also auch neu. Und ich habe zum Romantik auch schon mal gesagt, wir haben da so ein dickes Schnitzelhaus, da gibt es auch richtig große, fette Schnitzel. Er hat gesagt, gut, da müssen wir unbedingt mal hin. Leider war er mittlerweile noch nicht wieder da, aber jetzt, wenn ich sehe, dass es ein Armageddon-Schnitzel gibt mit 2000 Gramm, ist das ja nochmal 500 Gramm mehr, nochmal eine Hürde, die man mal meistern könnte. Zur Not nehmen halt einfach wieder vier Leute, geht da hin, jeder isst 500 Gramm, aber ihr habt einfach mal einen Blick darauf, wie das aussieht, wenn der ganze Tisch voll Schnitzel ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Burger bestellt, haben uns natürlich wieder ein schönes Bananenweizen dazu bestellt, das muss natürlich sein, schön fruchtig, wie es ist. Jetzt warten wir, bis der Burger kommt, gucken uns den mal an, wie groß der ist, wie der aussieht, was alles drauf ist, wie der schmeckt vor allem. Preislich sieht es auch ganz okay aus. Ich nehme jetzt hier einen Hieb, wir warten, bis der Burger kommt und sehen uns gleich wieder. Vor allem, was auch richtig toll ist, was man auch mal dazu erwähnen muss, hier gibt es auch eine Salatbar. Da könnt ihr euch kostenlos einfach zu eurem Essen dazu Salat auftischen. Das sieht dann ungefähr so aus. Nehmt ihr euch ein Schälchen, tut einfach was drauf, was ihr gerne probieren möchtet. Auch wenn ihr ein Dessert haben wollt oder so, dort steht auch Kuchen zur Auswahl, steht auch alles in der Karte dabei. Wer also einen Salat zu seinem Essen möchte oder ein Dessert nach dem Essen, kann sich einfach dort bedienen. Kostet auch nie extra. Also das ist ein Service und das zu den Preisen gleichzeitig, die auch relativ gut sind für die Portionsgrößen. Das können wir euch gleich nochmal zeigen. Hier dein Salat. Jetzt ist nämlich Pupsis Schnitzel angekommen. Das sieht also so aus. Welches Schnitzel ist das jetzt? Zwiebel. Zwiebelschnitzel und der Bob hat einen Milano mit, was soll da drauf sein? Bolognese Schnitzel. Und der Burger ist natürlich auch angekommen. Guckt euch das mal an. Das ist meine Hand. Wie groß der einfach ist, 20 cm, können wir hier den Pfropfen rausnehmen. Mit Twister-Pommes natürlich. Ich entschuldige mich aber für die... Es sieht halt alles jetzt sehr pixelig aus. Aber meine Kamera ist halt nicht so toll. Da fehlt irgendwo die Belichtung. Ihr seht ja, was da alles drauf ist. Und den habe ich auf jeden Fall auch noch nie probiert. Ich war nämlich schon öfters da, damals gab es die aber noch nicht, damals hatten die noch ganz andere Burger, die haben dann nochmal gewechselt, jetzt haben die solche Burger, das Brot alleine sieht auch schon interessant aus, ist auf jeden Fall eine riesen Handvoll, da weiß ich nicht, wie man das essen soll, einfach hochnehmen und reinbeißen oder einfach abschneiden. Ich versuche mal die Kamera jetzt auf das Glas zu stellen, den hochzunehmen und reinzubeißen. Guckt mal, wie groß der ist. Größer als mein ganzer Kopf auf jeden Fall. Ich
keine Ahnung. Ich drehe den einfach mal rum, das fällt bestimmt gleich alles komplett auseinander. Seht ihr, wie dick belegt vor allem auch. Da fällt auch der ganze Mais runter. Ich habe hier auch so Lauchzwiebelchen, so wie das ausschaut. Gürkchen sind dabei, Tomate, Bacon, Salat, Käse, eine Käseschicht drüber gebacken. Ich weiß nicht, wie ich das alles filmen soll, aber es sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Die Größe sieht auch toll aus. Man sieht schon fast aus wie ein Döner, wenn man das so festhält. Wir beißen noch mal in die obere Ecke. Eine sehr gute Portion für was? 11 Euro, glaube ich, war das. Eine ganze Handvoll für 11 Euro. Die Twister-Pommes muss ich noch dazu machen, muss ich noch dazu essen. Schmeckt auf jeden Fall anders als alle anderen Burger, die ich bisher probiert habe. Die ähneln sich ja eigentlich von dem Fleisch, zumindest. Das Fleisch schmeckt komplett anders. Das ist aus eigener Herstellung alles komplett, wie es dasteht. Das schmeckt ja auch. Es ist einfach kein Vergleich zu allen anderen Burgern. Wenn ihr mal in der Nähe seid, beim Schnitzelhaus Krog, Schützenhof Krog, das Schnitzelhaus XXL, kommt mal vorbei, gönnt euch am besten einen Schnitzel. Bald gibt es auch Schnitzelburger und esst auch einfach mal so einen Burger. Ihr habt ja auf jeden Fall immer eine gute Auswahl, gute Preise, guten Service, guten Geschmack. Hier werden wir sicherlich auch noch öfters hergehen, denn mein Ziel ist auch irgendwann nochmal das Armageddon-Schnitzel zu probieren. Erst recht jetzt, wo das einfach 2 Kilo ist. Das ist einfach so eine Wucht. Ich hoffe, der Romantik freut sich, dass es mal wieder Schnitzel in der Folge gab. Hier ziehen wir nochmal was raus, probieren das auch nochmal. Ein bisschen Bacon, beziehungsweise, das müsste ja eigentlich Ham sein. Kennt ihr den Unterschied zwischen Bacon und Ham? Boah, den lasse ich mir jetzt munden. Wir müssen aber die Twister auch noch probieren. Ich liebe einfach Twister. Ich weiß nicht, diese normalen Kartoffeln. Diese normalen Pommes sind mir eigentlich immer zu matschig. Wenn die zu klein sind, sind sie zu knusprig, schmecken nach gar nichts. Kroketten sind mir zu kartoffelig. Aber so Twister sind einfach schön knusprig, aber haben trotzdem eine Kartoffelmasse inne drin, die einfach eine schöne Konsistenz aufweisen. Ist die perfekte Ergänzung zu dem Burger. Den esse ich jetzt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.